Evar Barsch und einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zu einer weiteren Sendung von Jeddah Focus hier auf Jeddah TV. Und auch heute möchten wir euch gerne bei eurem Fernsehabend begleiten mit Themen, die uns, die euch beschäftigen, um euch auch gerne auf dem Laufenden zu halten, um euch zu informieren über Organisationen, über Vereine, über Initiativen, über Kampagnen, die hier in der Sendung die Möglichkeit haben, sich entsprechend vorzustellen. Auch heute haben wir eine Initiative eingeladen, die sich gerne hier bei uns bei Jeddah Focus vorstellen möchte. Und zwar ein wichtiges Thema, was viele Menschen betrifft, vor allem die Menschen, die aktuell neu nach Deutschland geflüchtet sind und Schwierigkeiten haben beim Thema, wie kann ich mit Behörden umgehen, was kann ich machen, welche Möglichkeiten habe ich, was steht mir zu und vor allem, welche Gesetze schützen und verteidigen mich. Ja, in diesem Zusammenhang freue ich mich ganz besonders, dass zugeschaltet ist eine Vertreterin von PenaGer. PenaGer ist eine Initiative, die sich selber, also den Namen PenaGer gegeben hat und mit dem Untertitel Beratung und Orientierungshilfe für geflüchtete Menschen. Heute ist uns zugeschaltet und zwar die Vertreterin Sonja Alkesch. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich habe es gerade schon gesagt, ihr seid eine Initiative, relativ neu. Ihr habt euch gegründet. Wir erfahren gleich mehr zur Entstehungsgeschichte und natürlich auch zu euren Vorhaben und Zielen. Und ja, ganz kurz nochmal für diejenigen, PenaGer ist auch nochmal eine Zusammensetzung. Auch dazu möchten wir gerne was hören. Also es ist auch ein Wortspiel, sehr kreativ, muss man dazu sagen. Deswegen würde ich jetzt dir schon das Wort übergeben, damit du uns entsprechend informieren kannst über die Entstehungsgeschichte sowie wen möchtet ihr erreichen oder was sind eure Vorhaben und Ziele. Ja, danke schön erstmal. Und bevor ich sozusagen auf deine Fragen eingehen werde, genau, möchte ich nochmal sagen, dass wir an sich eigentlich heute zu zweit gewesen wären. Beybun Seka ist leider verhindert, heute dabei zu sein. Und Yilmaz, an der Stelle soll ich dir ganz liebe Grüße erstmal ausrichten und auch eine große Wertschätzung deiner Art, deiner Haltung und deiner Art gegenüber. Und sie sich sehr freut, dich kennengelernt zu haben. Das auf diesem Wege. Und wir sind sehr dankbar, erstmal hier eingeladen worden zu sein, um PenaGer vorzustellen. Und du hast auch gerade schon sozusagen verwiesen auf genau den Namen des Online-Beratungsangebots. Und PenaGer ist erstmal eine Kombination zwei kurdischer Wörter, nämlich Pena, was übersetzt bedeutet Schutzort und Hilfe, und Ger als Suche oder Suchende und Suchender. Und wir haben uns dafür entschieden, genau uns sozusagen auf diesen Begriff oder haben uns sozusagen für diesen Begriff entschieden, um auf jemanden zu verweisen, der eben zum einen Hilfe sucht und zum anderen Schutz sucht. Und gleichzeitig ist aber auch PenaGer inspiriert durch das kurdische Wort PenaBer, was übersetzt eben Geflüchtete heißt. Und genau deshalb, wenn ich antworte, antworte ich sozusagen für uns beide zusammen. Und Beybun hatte schon vor circa 2 Jahren die Idee, dieses Online-Angebot ins Leben zu rufen. Und vor allem aufgrund der Marginalisierung von KurdInnen und ihren Vulnerabilitäten, also Verletzlichkeiten, und weil es eben wenig Angebote gibt auf ihrer Erstsprache, nämlich Kurdisch. Und gleichzeitig aber auch, weil es sehr wenig sensibilisiertes Personal gibt aufgrund von innermigrantischen rassistischen Strukturen. Das heißt, wenn man sich das mal anschaut, also in Bezug auf Sprache, dann ist häufig eben Türkisch oder Arabisch oder Farsi, aber recht wenig eben auch Kurdisch. Oder wenn die Angebote da sind, dann sind sie halt recht rar da. Genau, und aus dem, also genau das vielleicht nochmal so eine Skizzierung von dem, genau von dem Namen PenaGer, aber auch gleichzeitig eben sozusagen, wie die ganze Idee entstanden ist. Und gleichzeitig ist sie entstanden auch aufgrund
der Haushaltskürzungen seitens der Bundesregierung um 30% im Bereich der Migrationsberatung. Und genau, es gab ja auch hier die Initiative Hogel Alay, die sich ja vorgestellt hat. Und genau, und auch aus dem Grund ist diese Initiative eben entstanden, um auch so Vorbeugstrukturen zu schaffen, um Anlaufstellen zu schaffen, damit Ratsuchende auf uns zukommen können, Unterstützung bekommen. Und genau, das soweit erstmal zu der Frage. Hier vielleicht nochmal die Aufklärung oder beziehungsweise vielleicht auch nochmal die Information. Also es hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts getan. Also ich erinnere mich, dass Informationen für Geflüchtete dann meistens in der Sprache zur Verfügung gestellt wurden, ja, auf der Sprache, die sogenannten Herkunftsländer. Also sprich Menschen, die der Sprache auch gar nicht mächtig waren und sind. Dafür gibt es zig Gründe und auch Fakten oder Faktoren. Haben dann, sag ich mal, Informationen auf Türkisch bekommen, obwohl sie gar kein Türkisch sprechen. Oder auf Arabisch, obwohl sie gar kein Arabisch sprechen. Das heißt, sie hatten nie die Möglichkeit, also vor allem Menschen, die Kurdisch-Kurmanji sprechen, die hatten nie die Möglichkeiten, bei dem Thema aktiv daran teilzunehmen oder sich entsprechend zu informieren oder entsprechende Möglichkeiten zu nutzen, weil sie eben Informationen auf der Sprache bekommen haben, die sie eben nicht können. Und auf der anderen Seite ist auch noch eine andere Tatsache. Also gerade Kurdinnen und Kurden, Jesidinnen und Jesiden hatten nie die Möglichkeit, die Möglichkeit auf Bildung in den Herkunftsländern. Das heißt, sie sind noch nicht mal, sie konnten oft auch nicht lesen und schreiben. Und diesen Menschen gibt man dann einfach Informationen auf Hochtürkisch oder Hocharabisch und mit den Erwartungen, dass sie das zu 100%ig verstehen und dann dementsprechend agieren und denken und handeln. Genau, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und was du vielleicht nochmal erklären kannst, also Haushalt wurde ja verabschiedet und da gab es ja sowieso an sich schon Probleme, ein Loch von 60 Milliarden. Und dann kommt auch nochmal der Punkt, das hast du gerade erwähnt, was vielleicht auch viele gar nicht so wissen, dass Geld für die Beratung von Menschen mit Migrationsgeschichte oder Menschen, die hier migriert sind nach Deutschland, dass 30% von dem, was im letzten Jahr zur Verfügung stand, einfach nicht mehr zur Verfügung, also fast die Hälfte nicht mehr zur Verfügung. Was bedeutet das eigentlich? Also bedeutet das, dass dann irgendwelche Vereine keine Finanzierung mehr bekommen, keine Möglichkeiten mehr bekommen, entsprechende Beratung zu führen? Fallen diese denn komplett weg oder wie kann man sich das denn vorstellen? Ja, also das wird sozusagen für ihre Arbeit natürlich dementsprechend erschwert, weil sie eben nicht mehr die Gelder zur Verfügung haben, was sich natürlich auch auf unterschiedlichen Ebenen auswirkt. Und diese Kürzungen, die sozusagen seitens der Bundesregierung in dem Sinne vollzogen werden, führen ja sozusagen auch dazu, zu gucken, okay, wie kann das anders sozusagen auch anders organisiert oder strukturiert werden? Nun, da habt ihr aus der Idee vor 2 Jahren und dann auch bedingt dadurch, was in den letzten Monaten, also vor allem zum Ende des Jahres auch geschehen ist oder in die Öffentlichkeit gekommen ist, habt ihr diese neue Initiative gegründet und habt dann auch schon relativ schnell auch einen großen Zulauf bekommen. Also ihr habt auch schon sehr viele Menschen, fast Tausende von Menschen, nicht Tausende, sondern Tausend von Menschen entsprechend beraten können. Was ist denn hauptsächlich, also ihr macht es auf Türkisch, auf Deutsch und auf Kurdisch vor allem, das ist ja auch so die Idee dahinter gewesen. Mich haben einige darauf angesprochen, Arabisch wäre auch gut, wenn das geben würde, nachdem ich darüber gesprochen habe, dass wir auch Pena Gerdi hier in der Sendung vorstellen werden, haben mich darauf einige auch nochmal angesprochen, wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber jetzt unabhängig davon, also wer steckt denn dahinter? Also ich hab auf eurer Internetseite bzw. auf eurer Instagram-Seite gelesen, habt da wirklich Menschen, die sich da auch mit dem Thema gut auskennen, also Rechtsberater und Menschen, die sich seit Jahrzehnten oder längerem mit dem Thema auseinandersetzen. Auf wen greift man da zurück? Genau, also was ich vielleicht nochmal sagen möchte, also genau, weil ich glaube ich noch so ein bisschen zu wenig um die Arbeit an sich, genau, also was erstmal für unsere Arbeit charakteristisch ist oder auch eben ausmacht, ist ja sozusagen Verweisberatung. Das heißt, die halt eben wichtig wird und auch bedeutsam wird,
in diesen Strukturen. Genau, das heißt, leichte, zugängliche Erstunterstützungen, um sozusagen individuelle Beratungsbedürfnisse erstmal zu klären und dann eben entsprechend zu vermitteln. So, genau, wie du gerade schon gesagt hast, machen wir das eben auf Kurdisch, Türkisch und Deutsch. Und es gestaltet sich halt so, dass wir dann auch, genau, natürlich jetzt Beygun explizit halt auch als Migrationsberaterin ja tätig ist. Und gleichzeitig wir natürlich auch auf ein Netzwerk und auf Netzwerkstrukturen und auch auf Solidaritätsstrukturen zurückgreifen können, indem wir auch mit RechtsanwältInnen in Kontakt sind bei bestimmten Fragen und Fällen oder auch anderen SozialarbeiterInnen. Und genau, und gleichzeitig haben wir auch sehr viel Resonanz so in den, ich meine, die Initiative oder die, das Online-Beratungsangebot hat sich so vor circa 2 Monaten ja erst auch gegründet. Und wir haben auch sehr viel Resonanz eben auch von RechtsanwältInnen und auch SozialarbeiterInnen, die selbst beispielsweise Kurdisch sprechen und auch da ihre Unterstützung anbieten. Genau, und vielleicht, genau, soll ich noch so ein Beispiel nennen, was so für Anfragen sind? Oder? Ja, gerne, natürlich. Genau. Also die... Wir können erstmal festhalten, dass die meisten Anfragen sozusagen aus komplett Deutschland kommen, also eigentlich sozusagen alle Bundesländer vertreten sind in den Anfragen oder das, was uns erreicht. Genau, und wir hatten bei unserer Instagram-Seite, genau, die hattest du auch schon erwähnt, mal so eine Statistik nochmal veröffentlicht, wie viele wir eigentlich innerhalb dieser 2 Monate eben beraten haben. Und das waren genau, und es sind über 650 Beratende oder Ratsuchende gewesen, die wir beraten haben. Und es war dann überwiegend eben auf Kurdisch und Türkisch. Genau, und wenn aber auch Anfragen beispielsweise auf Deutsch kommen, dann sind sie auch oft von MultiplikatorInnen, die vielleicht auch Fragen haben. Genau. Und es sind, und ich kann ja vielleicht mal so ein paar Beispiele nennen, also wenn es zum Beispiel darum geht, wo kann ich denn einen Sprachkurs machen? Mhm. Und diese Fragen, die ja auch uns erreichen, zeigen ja auch gleichzeitig, wie die Strukturen sozusagen eigentlich vor Ort sind. Also die Frage, die sich auch gestellt werden muss, wie wird eigentlich Wissen, du hattest es ja auch schon gerade angesprochen, also was wird eigentlich in was übersetzt? Sind die Menschen eigentlich literalisiert sozusagen in ihren Erstsprachen? Verweist ja nochmal darauf, also wie unzugänglich ja eigentlich dann diese ganzen Strukturen sind. Genau, und dann ist es halt so, dass dann beispielsweise gesagt wird, der Sprachkurs kann jetzt irgendwie nicht gemacht werden an der oder der Stelle. Und es kommen dann irgendwie Wartezeiten von 4, teilweise 5 Monate. Und dann schauen wir, okay, welche ehrenamtlichen Sprachkurse gibt es denn eigentlich da vor Ort? So. Und wenn es die beispielsweise gibt, dann könnte darauf verwiesen werden. Wenn sie aber nicht da sind, dann schauen wir einfach, was für Online-Ressourcen oder für Videos oder für Bücher eben da sind, mit denen dann die Ratsuchenden sozusagen dann sich genau mit der Sprache eben auseinandersetzen können. Genau, das ist beispielsweise. Es gibt aber auch Interviews, Fragen in Bezug auf Interviews, die mit dem BAMF, also mit dem Bundesamt für Migration und ja immer noch Flüchtlinge heißt. Genau, und dann kommen vielleicht aber auch so Anfragen im Sinne von, ich habe in einer Woche ein Interview. Und ich weiß nicht, was das ist, also was soll das sein, was werden da für Fragen kommen, was muss ich beachten? Und dann ist es eben so, dass wir darum aufklären, was das für ein Interview ist, dass wir auch die Fragen, die sozusagen innerhalb des Interviews gestellt werden, dann auch auf die entsprechende Sprache. Hier auch nochmal die Nachfrage. Du hast gerade gesagt, Interview. Das hört sich erstmal an wie ein Interview für einen Journalisten, aber vielleicht kannst du auch nochmal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer erklären, was mit diesem Wort Interview in diesem Zusammenhang gemeint ist. Also hier ist nicht irgendein Journalist einen befragt, sondern hier ist jemand von der Behörde. Und jetzt kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen was zu erzählen. Was bedeutet dieses Interview? Genau, es ist halt eben ein Interview
was dann sozusagen beim BAMF in dem Sinne geführt wird, was sozusagen für den Asylantrag eben von Bedeutung ist. Und anhand unterschiedlicher Fragen eben dann dieses, was ja sozusagen irgendwie beschönigend ja als Interview in dem Sinne bezeichnet wird, sozusagen durchgeführt wird. Genau. Das ist ein wichtiger Aspekt. Das wird oft, wie du schon sagst, beschönigt dargestellt, ein Interview, ein nettes Gespräch. Aber vielen ist leider nicht bewusst, dass dieses Gespräch dazu führen kann, dass die Entscheidung auch zum Negativen beeinflusst werden kann, wenn man in dem Moment etwas sagt, was vielleicht aus dem Stress heraus ist oder aus dem Trauma heraus ist oder der lange Weg, sag ich mal, zum Beispiel aus Kurdistan, aus Syrien, aus dem Irak oder aus der Türkei. Und dann ist man so verängstigt, man hat so viele Ängste und Befürchtungen und dann erzählt man da was und dann entscheidet dieses Interview, Abschiebung oder Nichtabschiebung oder Wiederaufnahme des Verfahrens, wie auch immer. Also das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, dieses Wort Interview wird leider hier anders verstanden, als es tatsächlich ist. Ja, danke. Auch nochmal für die Ergänzung. Und es gibt, also es ist dann unterschiedlich. Also manchmal gibt es aber auch sozusagen je nach Ort und je nach Stadt, wo dann auch die Ratsuchenden leben, dass es vielleicht auch irgendwie so solche Beratungsstellen in dem Sinne gibt, wo sozusagen in dem Sinne auch das Interview irgendwie vorbereitet wird, auf die dann sozusagen auch nochmal verwiesen werden kann. Was auch für Fragen und auch viele, viele Fragen eben kommen, sind auch in Bezug auf schlechte Zustände in den geflüchteten Camps. Und wo sind da eigentlich die Beschwerdestellen? Genau, ob das jetzt bezogen ist, vielleicht aber auch gemeinsam irgendwie eine E-Mail zu formulieren oder nochmal übersetzt sozusagen eine E-Mail zu formulieren. Also das vielleicht so als ein paar Beispiele, die genau sozusagen in Bezug auf die Anfragen, die uns in dem Sinne erreichen. Genau. Und die und ich hatte das ja gerade schon gesagt, dass Beybun ja auch in der Migrationsberatung tätig ist und auch sich größtenteils eben um die Beantwortung der Fragen genau kümmert. Kannst du uns denn noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen? Du hast gerade schon erzählt, also du hast schon gerade gesagt, dass viele Menschen aus verschiedensten Aspekten auf euch zukommen, sogar Menschen, die gar nicht selbst betroffen sind, sondern selber auch Beratungen durchführen, die einfach auch von euch Informationen haben möchten und Ideen haben möchten, vielleicht auch nochmal so ein paar Tipps und Tricks. Ist der Andrang so, also es sind ja in Deutschland extrem viele Menschen betroffen. Und offensichtlich ist das ja nochmal so eine Möglichkeit, die genutzt wird, weil es offensichtlich wenig Möglichkeiten gibt oder Möglichkeiten, wie wir schon gerade gesagt haben, abgeschafft werden, weil da Kürzungen stattgefunden haben. Genau. Es gibt kein anderes Thema, was aktuell die Menschen in Deutschland so bewegt, so beschäftigt wie das Thema Mensch oder Migration und Einwanderung. Wie kann das sein, dass trotz dieser Tatsache, dass Deutschland sich dort sich erlauben kann oder die Bundesregierung oder auch der Finanzminister, also sprich die entsprechenden Stellen. Wie kann man sich das erklären, dass da auf einmal Kürzungen stattfinden bis zu 30% und obwohl dieses Thema so wichtig ist und viele Menschen, die ja tatsächlich hierher kommen, weil sie eben politisch verfolgt werden, religiös verfolgt werden, weil sie um ihr Leben bangen müssen, weil sie einfach keine Möglichkeiten mehr haben, ihr Leben in ihrer Heimat zu schützen oder nicht nur ihr Leben, sondern das Leben ihrer Familie. Und diese Menschen sind auch offen dafür, die Sprache zu erlernen, sind offen dafür, dass die sogenannte Integration stattfindet. Wie kann es sein, dass denn offensichtlich ihr als Ehrenamtliche, dass ihr als selbstgegründete Initiative das machen müsst, wofür eigentlich die Bundesregierung als Staat oder als Land gerade stehen muss? Ja, das sind jetzt ist eine total wichtige Frage, die, glaube ich, auf total vielen Ebenen irgendwie beantwortet werden kann. Und genau, erstmal historisch betrachtet hat Deutschland sehr lange gebraucht, um überhaupt sozusagen die Tatsache dessen, dass sie eine Migrationsgesellschaft ist.
Und diese Anerkennung dessen, also ja genau, inwiefern wird es eigentlich sozusagen anerkannt? Das ist ja dann auch die Frage. Und ich glaube, dass all diese Kürzungen und Abschiebungen, die ja auch stattfinden, nicht, also diese Anerkennung, die sie sozusagen irgendwie behauptet hätte, sich überhaupt zeigt, sozusagen. Also historisch betrachtet hat es lange gedauert. Und gleichzeitig ist sozusagen, glaube ich, auch super, super stark verknüpft irgendwie mit Rassismus, mit Nationalismus, mit der Idee sozusagen und auch gleichzeitig dessen, was ja auch unterzeichnet worden ist, mit Blick auf Menschenrechtserklärungen, die sozusagen eigentlich Migration ist ein Menschenrecht, das Recht auf Bewegungsfreiheit ist ein Menschenrecht, was sozusagen und all das, was die deutsche Bundesregierung in Bezug auf ihre Migrationspolitik so vollzieht, sozusagen gegen dem arbeitet und gegen eigentlich der Menschenrechte arbeitet. So, und das, was sozusagen daraus folgt, sind, genau wie du es ja auch gerade schon angesprochen hast, dass Ehrenamtliche oder Menschen in solchen Strukturen sozusagen das auffangen und auffangen müssen, was seitens der Bundesregierung eben nicht vollzogen wird. Das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, wenn man darüber spricht. Also wenn oft davon gesprochen wird, dass Menschen sich nicht integrieren möchten, dass Menschen sich weigern, die Sprache zu lernen, sich weigern, irgendwelche Maßnahmen zu besuchen. Es kann sein, dass es einige wenige gibt, die sagen, das mache ich einfach nicht, das will ich nicht, das kann tatsächlich auch sein. Aber die Mehrheit der Menschen, die hergeflüchtet sind, weil sie eben verfolgt sind, weil sie eben verfolgt werden, immer noch verfolgt werden, wie zum Beispiel die Glaubensgemeinschaft der Jesidinnen und Jesiden, dass sie einfach gar keine Möglichkeit haben. Du hast es ja gerade gesagt, die haben gar keinen Zugang, wenn es denn heißt, du musst jetzt die deutsche Sprache erlernen, aber gerade in dem Dorf oder in der Region, in der Stadt, es gar keinen Kurs dafür gibt und auch die Menschen, weil sie eine Duldung haben, die Region gar nicht verlassen dürfen. Also das heißt, es gibt viele Punkte, es gibt viele Aspekte, die hier berücksichtigt werden müssen. Oder zum Beispiel, wenn zwar Kurmanji gesprochen wird, aber diese Menschen nie das lateinische Kurmanji gelernt haben, das ist auch noch schwierig, denen sozusagen Informationen auf dieser dieser Schreibweise zu geben, damit sie davon irgendwie einen Nutzen haben. Auch natürlich. Also die Geschichte der Menschen, also sprich die Geschichte der verschiedenen Bevölkerungsgruppen, der verschiedenen Glaubens- und Religionsgemeinschaften sind ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt, welcher berücksichtigt werden muss beim Thema Integration. Man kann nicht am Beispiel der Jesidinnen und Jesiden verlangen, dass sie von jetzt auf gleich und aus verschiedenen Herkunftsländern kommen, dass sie von jetzt auf gleich genau das können, was zum Beispiel Jesiden aus Nordkurdistan, aus dem türkisch besetzten Teil Kurdistans können oder andersrum. Also das sind ja auch nochmal wichtige Themen, was leider ja auch hier in Deutschland durch die Politik nicht berücksichtigt wird. Ja, und gleichzeitig auch irgendwie zu bedenken, was bedeutet jetzt diese Integration eigentlich? Also genau, und auch irgendwie so eine kritische Perspektive auf diesen Integrationsbegriff auch zu legen. Und weil es immer wieder irgendwie so eine Art des Bringschulds in dem Sinne ja mit sich bringt. Und auch eine Einseitigkeit, also die kommen, sollen sich integrieren. Also das ist ja irgendwie auch die Logik, die ganze Zeit irgendwie mitgedacht wird und dann irgendwie auch sozusagen Hierarchisierungen oder Klassifizierungen in dem Sinne stattfinden, von gut integriert bis nicht gut integriert. Also das sind dann Konstruktionen, die mit hervorgebracht werden. Und wenn gleichzeitig, und das nehmen wir auch vermehrt wahr, indem sich Räume öffnen, und auch immer wieder sozusagen irgendwie die Migrationsgesellschaft. Also es sind auch irgendwie Begriffe, die recht leer sind, wenn sozusagen irgendwie von Vielfalt oder Heterogenität, also was soll das alles irgendwie bedeuten und wie wird das eigentlich gelebt? Weil wir dann immer noch sehen, dass auch wenn
zum Beispiel Mehrsprachigkeit irgendwie charakteristisch ist für Migrationsgesellschaften. Und damit ist es nicht getan zu sagen, okay, gut, wir schreiben jetzt Hallo irgendwie in 10 Sprachen und damit hat sich das irgendwie erledigt. Und übersetzen gucken wir dann auch mal, in welchen Sprachen wir das sozusagen übersetzen und wo wir dann ja auch eine Hierarchisierung in dem Sinne wahrnehmen, was sozusagen für anerkannte Sprachen ja damit verbunden ja auch irgendwie sind. Also welche Sprachen werden auch anerkannt und sind sozusagen übersetzungswürdig. Das sind super viele Ebenen und Verstrickungen und auch wichtige Punkte, die du gerade noch mal reingebracht hast. Das ist gerade, und ich habe das ja auch vorhin bewusst so genannt, die sogenannte Integration. Also wenn Integration das ist, was wir aktuell oder in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten erlebt haben, ist es gescheitert, also offensichtlich gescheitert, nachweislich gescheitert. Und wenn dann Menschen die Erfahrung haben mit dieser Thematik, die Erfahrung haben, die sich mit diesen Menschen oder mit diesem Thema auseinandersetzen und sagen, wir brauchen eine Partizipation der Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen auf gleicher Augenhöhe antreffen und sie auch abholen auf gleicher Augenhöhe. Das ist, glaube ich, das, was effektiver und nachhaltiger ist für die gesamte Bevölkerung. Und das merkt man ja vor allem auch, und ich nenne es gerne nochmal, am Beispiel der Jesidinnen und Jesiden, die ja schon seit Jahrzehnten hier leben. Und ich würde einfach mal sagen, dass es kaum eine Gruppe wie die Jesidinnen und Jesiden gibt, oder auch Kurden und Kurden, aber vor allem die Jesidinnen und Jesiden, die so offensichtlich ein Teil dieser Gesellschaft sind, sprachlich sich einbringen in die Gesellschaft, in vielen Hinsichten sich das alles erkämpft haben, was heute hier für Möglichkeiten für diese Glaubensgemeinschaft vorhanden ist. Also du sagtest es ja auch, Sprachen, die es ja in Anführungsstrichen offiziell nicht gibt, wie die kurdische Sprache, auch das ist ganz stark erkämpft worden, in den lokalen politischen Arbeiten, in Stadträten, Gemeinderäten und Landräten, dass die Jesiden, die sich haben wählen lassen oder die mit ihren Vereinen dort einen guten Kontakt haben zu den Behörden, die gesagt haben, hier, es ist absolut wichtig, wenn ihr diese Menschen mit einbringen wollt, wenn ihr diese Menschen auch auf gleicher Augenhöhe begegnen möchtet und vor allem etwas Gutes machen möchtet, dann fangt erstmal damit an, ihre Sprache mit einzubringen im Alltäglichen. Das heißt ja nicht, also auch nicht irgendwie von oben nach unten, also sprich, die Menschen wollen ja nicht gleich, dass alles von eins zu eins übersetzt wird, sondern wichtige Aspekte im alltäglichen Leben, wo die Menschen sagen, ah, ich fühle mich hier wohl, das ist mein Zuhause. Und solche wichtigen Punkte haben in den letzten Jahren einfach gefehlt. Sonst hätten wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, eine ganz andere Politik und ein ganz anderes Verhältnis, eine ganz andere Atmosphäre, wenn man sich das anschaut, was aktuell hier in Deutschland passiert, zum Thema Rechtsruck zum Beispiel. Ja. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erläutern. Also parallel laufen ja noch eure Bilder. Wir haben hier Bilder noch mal parallel laufen lassen von eurer Instagram-Seite zum Beispiel oder auch Informationen auf den verschiedenen Sprachen, um euch auch zu finden auf Instagram. Jetzt noch mal die Frage an dich. Wie kann man Penaget unterstützen, erstens? Und wie kann man auf euch zukommen, jetzt erstmal unabhängig als Betroffener, sondern auch als, sag ich mal, diejenigen, die jetzt uns zuschauen und sagen, ey, das ist genau das, was ich gerne unterstützen möchte, weil ich eben Erfahrungen habe im Thema so und so. Ja, bevor ich darauf kurz eingehe, möchte ich auch nochmal ein großes Dankeschön einfach sagen, weil wir total viel positive Resonanz haben von Aktivistinnen, von Geflüchtetenräten, von auch lokalen Seebrücken, die uns einfach anschreiben und uns unterstützen und auch unsere Beiträge teilen. Mhm. Wir haben auch ganz viele private Menschen um uns herum, die uns unterstützen. Und genau wie du schon anfangs gesagt hast, eben über Instagram erreichen, und über Twitter erreichen, aber auch über unsere E-Mail-Adresse erreichen.
Also wir sind dankbar einfach um diese Unterstützung, gerade auch der Verbreitung. Also genau, hier wird auch immer wieder der Flyer, den wir auch auf 3 Sprachen haben, auf Kurdisch, Türkisch und Deutsch, wo wir auch einfach dankbar sind, wenn angefragt wird und gesagt wird, schickt gerne diesen Flyer, ich lege den hier und hier und dort aus. Und das ist natürlich für uns auch einfach eine große Unterstützung, wo wir einfach sagen, genau, wenn unterstützt, dann genau, schreibt uns einfach an, sagt gerne Bescheid, wenn ihr Flyer haben möchtet, die wir euch gerne einfach zuschicken, oder wenn ihr sagt, die Datei reicht, das schicken wir dann auch zu. Also genau, und das so erreicht ihr uns. Und wir sind dankbar einfach für jeden Beitrag, der geteilt wird, für die Flyer, die verteilt werden, und für das Aufmerksammachen. Genau. Ja, ich habe bereits verfolgen können, also klar auf Instagram, aber auch auf verschiedenen anderen Plattformen. Es gibt auch schon Artikel. Eure Lokalzeitung hat auch nochmal einen schönen Artikel darüber geschrieben. Das heißt, es gibt viele interessierte Presseorgane oder auch interessierte Menschen. Und wie gesagt, ich habe von der heutigen Sendung berichtet und habe dann auch schon viele interessante Beiträge dazu gehört. Total interessant, ja, finde ich gut, unterstützenswert. Und dann auch nochmal die Idee, vielleicht auch auf arabischer Sprache, weil wie gesagt, wenn auch nicht ausgesprochen, aber die schriftliche arabische Sprache, weil viele Menschen, sag ich mal, aus dem Irak oder aus Syrien, Jesiden und Jesidenkurden und Kurden halt dort auch nochmal eher die Sprache schreiben, auf Arabisch schreiben, genau, das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es ja Menschen, die heute zuschauen und sagen, ey, das ist genau das, was ich machen kann. Ich kann vor allem die Sachen, die es schon gibt, nochmal übersetzen ins Arabisch. Das wäre doch auch eine Möglichkeit, wenn man da auf euch zukommen möchte. Ja. Um vielleicht hier nochmal konkreter zu werden, jetzt schaut uns jemand zu und sagt, ey, ich brauche dringend, oder ich habe gehört, Pelagel berät entsprechend oder gibt da Orientierungshilfen. Reicht es einfach, euch per Instagram anzuschreiben, oder wie läuft das, um das nochmal vielleicht hier nochmal konkret, vielleicht nochmal die Vorgehensweise darzulegen? Ja, auf jeden Fall. Also genau, schreibt uns einfach auf Instagram an. Also genau, natürlich geht auch eine E-Mail. Also wir sind sozusagen einfach auf unseren 3 Plattformen, in denen wir sozusagen unterwegs sind, auch einfach genau erreichbar. Wir beantworten auch all das sozusagen innerhalb von 24 Stunden, das, was reinkommt an Anfragen. Und deshalb, genau, wenn jemand irgendwie gerade was hat oder eine Frage oder irgendetwas anderes mitteilen möchte oder irgendwie weiterverweisen möchte oder, genau, ihr könnt uns einfach anschreiben. Genau. Und genau, das ist ja auch nochmal so ein Aspekt sozusagen, also genau, wo bist du eigentlich in dem Sinne sichtbar, oder auf welchen Plattformen ist Mensch eigentlich? Und was ja auch sozusagen mit einer Zugänglichkeit irgendwie zu tun hat, zu sagen, dass so etwas wie beispielsweise ein Handy ist jetzt etwas, was wir viel um uns herum haben, es in die Hand zu nehmen und sozusagen damit eben auch direkt die Anfrage sozusagen zu schicken. Deshalb lässt sich schon ganz gut irgendwie auch beobachten, auch an das, was reinkommt, dass beispielsweise auch Instagram irgendwie so eine Plattform einfach ist, die, wo wir auch sagen, dass also genau, was heißt Zugänglichkeit in, auf welchen Ebenen? So, genau. Also ja, einfach auf Instagram oder eine E-Mail oder bei Twitter. Das ist natürlich eine ganz vereinfachte Form, euch zu kontaktieren. Viele sind auf diesen sozialen Medien unterwegs, auf diesen Plattformen unterwegs, und da kann man euch anschreiben. Es gibt wahrscheinlich auch ganz viele Menschen, die einfach auch Ängste haben, Befürchtungen haben. Wahrscheinlich kann man das auch irgendwie abbauen und sagen, hier Leute, traut euch ruhig, schreibt uns ruhig an, wir unterstützen euch da. Ich habe von vielen Menschen gehört, die haben einfach auch Angst vor den Behörden, das muss man ja dazu sagen. Sie trauen sich da nicht anzurufen, weil sie sagen, wenn ich da jetzt anrufe und ich verärgere den Sachbearbeiter oder ich verärgere den Verantwortlichen, dann verzögert sich das Ganze.
Muss nicht unbedingt sein, das kann auch nur ein gefühltes Thema sein, aber viele sprechen halt von Ängsten und Befürchtungen. Bei euch ist natürlich, ihr seid keine Behörde natürlich, sondern ihr seid eine Initiative von ehrenamtlichen Menschen, die sich damit auseinandersetzen, die sich da auskennen. Du hast es gerade gesagt, Baybun ist Migrationsberaterin, das heißt, sie hat da auch Erfahrung und auch du hast ja Erfahrung in dieser Thematik und auch viele Unterstützer, wo ihr darauf zurückgreifen könnt. Also das heißt, auch hier besteht wahrscheinlich die Möglichkeit, Menschen, die gerade in so einer Situation sind, dass sie einfach mal vielleicht auf euch zukommen und sagen, ey, ich habe mega Probleme, ich komme hier einfach nicht voran, es wird Ewigkeiten vorangeschoben. Also klar, man kennt das Thema, Behörden haben gerade sehr, sehr viel Rückstände, sie kommen nicht voran, aber das ist ja nicht die Lösung und auch kann auch nicht die Antwort darauf sein, dass Menschen dann halt auf ihre Termine warten müssen oder viele andere Themen. Ja, total, total. Genau, klar gibt es, also genau ist es irgendwie etwas, was sozusagen inhaltsbezogen ist, in dem vielleicht auch also genau bestimmte Fragen gestellt werden. Aber klar ist es gleichzeitig natürlich auch sozusagen irgendwie Ängste und wie geht es auch emotional und auf so einer affektiven Ebene genauso auch einfach genau und deshalb eben genau einfach zu schreiben und genau mit den Ängsten, mit den Fragen, mit den Unsicherheiten, genau darum geht's. Wir sind relativ am Ende unserer heutigen Sendung, aber ich möchte dir gerne nochmal die Möglichkeit geben, einfach nochmal vielleicht einen Aufruf zu starten an Betroffene, aber auch an mögliche Unterstützerinnen und Unterstützer. Du hast das Wort für eure Initiative Penager, Beratung für Geflüchtete und natürlich auch als Orientierungshilfe. Gerne. Ja, danke schön. Erstmal nochmal ein großes Dankeschön für all die Resonanz und all die Unterstützung, die wir bis hierhin erhalten haben. Genau, folgt der Instagram-Seite, teilt die Beiträge, fragt gerne an, wenn ihr Flyer haben wollt, um sie an bestimmten Stellen irgendwie in euren Netzwerkstrukturen zu verteilen. Genau, macht auf Penager aufmerksam. Danke für all die Unterstützung und all die Resonanz, die kommt. Schreibt uns an bei all euren Fragen und Anliegen. Und genau, wir danken auch und danke auch im Namen von Baybun und auch, dass wir uns hier vorstellen durften. Yılmaz, genau, danke schön. Ja, sehr gerne natürlich. Also ihr seid immer wieder herzlich willkommen, auch in Zukunft, falls ihr da neue Informationen habt. Falls ihr neue Anregungen habt, falls ihr irgendwie ein weiteres Forum habt, habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, euch hier vorzustellen. Das ist auch der Sinn unseres Formats von Jeddah Focus, dass sich hier Initiativen, Vereine, Organisationen und Kampagnen vorstellen können, gerade auch für Menschen mit Migrationsgeschichte. Wir kennen diese Erfahrung, wir haben diese Erfahrung selbst gemacht. Unsere Eltern sind ja auch Menschen, die geflüchtet sind aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, aufgrund ihrer Zugehörigkeit einer gewissen Glaubensgemeinschaft, die ja ununterbrochen verfolgt wird. Deswegen haben wir da natürlich vollkommen Verständnis, dass solche Initiativen, gerade wie Penager, entsprechend unterstützt werden. Deswegen, ja, immer wieder gerne. Und hier vielleicht auch nochmal konkret, ihr seid erreichbar auf Instagram, ihr seid erreichbar auf Plattform X, ehemals Twitter. Was war das noch? Und unter per E-Mail. Per E-Mail, genau. Genau, und alles möglich auf der Instagram-Seite herauszufinden. Genau. Aber auch nochmal die Information, dass ihr entsprechende Flyer habt. Das heißt, diejenigen, die Interesse haben, können euch anschreiben und sagen, schickt uns bitte diese Flyer zu. Genau, also den drei Plattformen sind wir sozusagen erreichbar. Genau, wenn ihr Flyer haben möchtet, schreibt uns einfach gerne an. Genau, manchmal ist es halt auch so, also genau, ob das jetzt nur die Datei ist, die dann am Ende zugeschickt werden möchte. Genau, wir schicken aber auch Ausdrucke. Ja, ist ja das vereinfachste, die vereinfachte Möglichkeit natürlich, die Datei zu versenden und dann vor Ort zu drucken. Ich glaube, das ist die günstigste und schnellste Variante, darauf zuzugreifen. Und nochmal ganz klar,
Die Flyer gibt es in Kurdisch Kurmanji, dann gibt es sie auf Türkisch und auch auf Deutsch. Genau, also das, genau, die drei Sprachen, die wir anbieten bei Penager. Super, dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, bei dir bedanken, Sonja Alkisch. Heute zugeschaltet als Vertreterin von Penager, Beratung für Geflüchtete und nicht, also Beratung und Orientierungshilfe für Geflüchtete. Erreichbar, wie des Öfteren heute schon erwähnt, aber immer wieder gerne erwähnt, damit man auch gleich zugreifen kann. Auf Instagram, die Instagram-Seite Penager oder auf der Plattform X, ehemals Twitter. Oder dann gerne auch per E-Mail und die Möglichkeiten, entsprechendes Material zu bekommen, aber nicht nur, sondern auch zu unterstützen oder auch entsprechend beraten zu werden. Ja, dann ganz liebe Grüße an euch und weiterhin viel Kraft und Erfolg und gerne auch auf eine weitere Sendung mit mehreren Informationen und mit mehreren Erfolgen von eurer Initiative. Dankeschön und Dankeschön nochmal für die Einladung. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch das war eine weitere Sendung von Jeddah Focus hier auf Jeddah TV. Heute mit der Initiative Penager, die sich hier vorgestellt hat. Eine sehr interessante Initiative, vor allem für Menschen mit Migrationsgeschichte. Eine Initiative, die gerne unterstützt werden soll von Menschen, mit Menschen. Und vor allem auch benötigt diese Initiative mehr Menschen, die sich gerade bei dem Thema Migration oder Unterstützung für Migrantinnen und Migranten auskennen. Ihr könnt diese Organisation bzw. diese Initiative gerne anschreiben. Und auch weiterhin besteht die Möglichkeit, dass ihr auch eure Initiative, auch euren Verein, eure Organisation oder eure Kampagne hier bei uns bei Jeddah Focus vorstellen könnt. Dafür könnt ihr uns gerne kontaktieren und dann werden wir dementsprechend die Möglichkeiten haben, hier im Studio oder auch über Skype oder online zugeschaltet eure entsprechend vorzustellen. In diesem Sinne bleibt weiterhin voller Kraft und euch weiterhin viel Erfolg. In diesem schönen Abend noch. Ihr wart wasch.